Servus und Hallo, heute möchte ich euch Gewehrriemenbügel der Marke Ellan vorstellen und zeigen, wie man diese montiert. Die Riemenbügel sind für Gewehre mit vorbereiteter Aufnahme vorgesehen. Das sind also wie hier an meiner M18 solche Nippel mit einer Lochung drin. Ich finde diese Riemenbügel recht praktisch, weil man sie schnell anbauen und auch inklusive den Riemen abnehmen kann. Wie das jetzt genau geht, das kann ich euch kurz zeigen. Vielleicht auch interessant für angehende Jungjäger, die sich mit solchen Sachen erst noch beschäftigen müssen. Erstmal die kleine Schraube mit 4 bis 5 Umdrehungen lockern und nach innen drücken. Dann löst sich der obere Verschluss zum Haltestift. Jetzt durch die Öse an der Gewehraufnahme führen und den Druck an der Schraube lösen. Dadurch wird der Haltestift verschlossen und der Riemen sitzt fest. Jetzt nur noch die Schraube zudrehen, fertig. Ältere Waffen, wie hier zum Beispiel an meiner Kleinkaliber, haben oft im Schaft verschraubte, festgeschlossene Bügel dran. Hier muss man, um den Riemen zu entfernen, die kompletten Schlaufen lösen, was mitunter sehr nervig sein kann. In dem Fall gibt es aber mittlerweile auch tolle Schnellverschlüsse, wie zum Beispiel hier das System von Nigelo. Dazu habe ich schon einmal ein Video gemacht. Das verlinke ich euch in der Videobeschreibung, könnt ihr euch ansehen. Abschließend, die Ellan Riemenbügel gibt es in den Durchlassgrößen von 2,5 cm und 3,1 cm und liegen preislich zwischen 22 und 30 Euro je nach Anbieter. So, ich denke, das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.